Wieso gebe ich eigentlich alle Trainings selbst und suche mir nicht ein bis zwei Coaches, die dann mir ein paar Trainings abnehmen? Momentan unterrichte ich 18 Stunden die Woche selber. Das ist ziemlich anstrengend, weil Unterricht ist schon mal körperlich sehr anstrengend und es braucht extrem viel Konzentration. Und es ist sicher hilfreich, wenn ich Trainer habe und ich arbeite dran seit vielen Jahren. Aber für mich ist es extrem wichtig, dass ich die exakte Qualität meiner Schule auf dem Level halte, das ich erwarte. Dass wenn ich Leute habe, die für mich unterrichten, will ich, dass sie genau mein Curriculum unterrichten, die Techniken, die ich will, dass sie unterrichtet werden, auf die Weise, wie ich will, dass sie unterrichtet werden. Das Training genauso geleitet, wie ich will, dass es geleitet wird. Die gleiche Pädagogik, die gleiche Psychologie. All das muss exakt stimmen, muss genauso sein, wie ich es für richtig halte. Deshalb kommt es für mich gar nicht in Frage, einfach irgendwelche Trainer einzustellen und dann mal laufen lassen. Das würde ich machen, wenn es mir vor allem um die kommerzielle Seite ging. Da kommt es nicht darauf an. Ich gebe denen vielleicht ein Programm, stelle die ein, es muss nur gut genug sein. Aber für mich sind die Sachen extrem wichtig. Deshalb bilde ich Leute aus. Und wenn ich dann Schüler habe, die gut genug sind, dass sie Training übernehmen können, jetzt habe ich langsam so Leute, die gut genug sind, dann werde ich schauen, wer ist gut genug, technisch gut genug, pädagogisch gut genug, als Mensch charakterlich geeignet dazu und hat auch den Willen, das auch zu machen, neben seinem Beruf oder teilberuflich und irgendwann mal hauptberuflich als Trainer einzusteigen und das zu machen. Und das ist momentan eine große Herausforderung, vor allem jetzt die erste Generation an Trainern, die hinzukriegen. Jetzt bin ich schon ein paar Jahre dran in meiner neuen Schule, es läuft super, habe ein paar gute Leute dabei und hoffe, dass ich das in den nächsten paar Monaten die ersten Trainer so richtig in die Bahn bringe. Dazu wird mir auch das digitalisierte Trainingssystem helfen, wo wir ein digitales Curriculum haben, digitalen Trainingsplan, damit auch die Trainer dann nachschauen können, oh, heute soll ich das machen. Dann wissen sie, sind ausgebildet worden, wie ich diese Technik auch unterrichte, können auch noch mal selbst das Video schauen und nachschauen, welche Hinweise, wie erkläre ich diese Technik, wie mache ich das ganz genau. Und das wird Bombe einschlagen, das wird Bombe. Dazu ist es eben 100% wichtig, dass es genau so gemacht wird, wie ich mir das vorstelle.